Das Wetter. Nein. Okay. Willkommen. Wir sind heute wieder hier mit einem React, denn ich habe was im Internet gefunden von jemandem, den ihr vielleicht auch schon kennt. Michael nämlich auch. Aber na, für die Leute, die Gebärdensprache brauchen. Nee, wir machen ein React auf die Roomtour von Moist Critical oder Penguins Zero, wie manche den noch kennen. Denn was bei dem alles so zu Hause rumliegt, ich glaube, heute wirst du ein bisschen neidisch. Ich bin einfach stumm, das ganze Video sage ich einfach gar nichts. Ich guck Okay. nur. Ich sehe Okay. das Video. Let's go. Daumen hoch. Können wir sagen, dass das einfach ein wunderschöner Mann ist? Guck dir dieses Ja, Thumbnail nee, an. Nicht das ist, Thumbnail, ich meine er ist das. YouTube Jesus. Dieses, wie nennt man das denn jetzt? Dieses Enthusiastische Gesicht. Standbild. Dieses Standbild. Also, das ist ein Gesicht, das ich küssen will. Hier habt ihr es zuerst gehört, Leute. Hier, auf unserem Kanal. Nee, let's go. So, I'm wir können sure auch we ein all bisschen have an vorskippen. Der macht experience nur of someone sein telling us they're Intro. going to. Not for my Da haben wir dogs, just jetzt. for me in the middle of the night. Gleich That's sagt where er, was er Kata alles usually hat. sleeps, and she gets to sleep right next to this beautiful collection of Yu-Gi-Oh cards. Everything is first edition. I even bought a display case to show off even more cards and make it look absolutely beautiful. Just Oh, das ist wie drop in einem dead Laden. gorgeous. Das ist wie So in the einem Laden, frame wenn du cards einkaufen behind. gehst. Everything is first edition. Alles ist erste Ja, Edition. damit ist auch Schmutz. Du And they were redest mit einer complete. absoluten Rarity abonnieren. Ja, aber. Das Deck kostet 200 Euro. Ah, lass mich die Max Rarity Variante spielen für 2000. Das bin ich. So, Ja, ganz einfach. das Treat stimmt sets leider like wirklich. Legend of Blue Eyes First Edition. Here's all the Oh, collector's ganz kurz, rares. eine Oh. meiner absoluten Lieblingskarten. Destiny Hero. Oh, was habe ich gemacht? Ich habe die Untertitel angemacht. Destiny Hero Destroyer Phoenix als Okay. Starlight Rare. So 200, 220, 230, je nachdem. Habe ich viermal. Braucht man sie viermal? Nein. Ist ein Playset bei Der Boy Yu-Gi-Oh! ist am Eigentlich Flexen. drei? Ja. Der Habe Boy ich ist am trotzdem Flexen. vier? Let's go. OST Immer wenn ich Pack, jemanden Turbo gesehen habe, Pack, gesehen hat, habe Astral ich es einfach Pack. getauscht Those with oder a keen gekauft. eye will also notice the original Tournament Pack cards there, the mechanical chain. Das wissen die Leute nicht, aber das ist Original Tournament Pack 1, 2, 3 und sowas. Und da ist so ein Needleworm halt bei Warte. mehreren Astral 100 Pack. Euro. Oh, ja, doch. Das ist, Das glaube habe ich, ich irgendwie auch gesehen. ein Taui oder sowas, keine Ahnung. Also, das ist schon ehrenlos teuer. The keen eye Oben will eine Max also C notice. Ulti, die kostet, glaube ich, auch so 400, 500. The original Mashallah. Tournament Pack cards there, the Mechanical Chaser, Needleworm, Morphing Jar, then there's the 1998. Was ist das? Das ist Yu-Gi-Oh!, wie es ursprünglich aussehen sollte. Yu-Gi-Oh! Wäre so gewesen wie im Anime bzw. im Manga und das sind die ersten Karten, zum Ah. Beispiel verräterische Schwerter, Ach die so. Zauberkarte. Ja. Früher waren alle Karten in diesem Monster, in dem Ah, das ist, glaube ich, Vanilla-Monster-Ding, Spiegelkraft. das ist Spiegelkraft, aber Ach, sogar als cool. Holo. Und in der Beckett 9. Das sieht man nie. Ja, weil die Damn. Karten gab es halt Was nur würdest du schätzen? Nur für die jetzt. Beckett 9. für die Beckett 9, keine Ahnung, das, was die Leute da zahlen würden. 5.000, 10.000, das könnte alles Mögliche sein. Bei den ganz alten bin ich leider, was Preise angeht, raus, weil du halt nirgendwo es nachschauen kannst. Du kannst jetzt nicht auf Cardmarket gehen und Ja, sagst, oh, klar. ich will mal kurz verräterische Schwerter oder keine Ahnung, den Biberkrieger oder sowas in dem Artwork suchen, sondern das ist dann wirklich, da musst du auf eBay gehen, Oh, Sold Junge. Listings. Wie oft das verkauft worden ist oder in Auktionshäusern sogar, wo sonst so gradete Spiele und sowas verkauft Oh werden, mein wird dann Gott. sowas verkauft. Also Hat er einfach für sich rumliegen. Neben das siehst du. dem Tipi für seinen Hund. Ne? Ja, das siehst du aber wirklich nicht Bandai jeden Tag. set of Also Yu-Gi-Oh! es cards, including that original Mirror Force. There's my Dual Knight Championship trophy that I won in a tournament with Team Samurai, where I Ich wusste absolutely nicht, dass popped er the sich f abonnieren off and slapped everyone around. And then würde. just Vorbei hat so more Harry. beautiful Harry cards und that I Nahaki gerade really noch like. YouTuber So gespielt. a lot Also, of Dark wir haben Magicians, a untereinander lot of Blue Turniere. Eyes. Here's some box Das ist richtig, that I richtig opened, geil. including a Wenn Legend die of. alle noch zu sind und First Edition, reden wir da wahrscheinlich von, keine Ahnung, 50.000, noch mehr. Weil so, ja, Legend of Blue Eyes First Edition Boxen sind teuer, Dominik. Mein Also, Gott. Metal Raiders habe ich letztens auch einen gesehen, der hat seine First Edition Box irgendwie für 3,5 bis 5 verkauft. Also je nach Condition, ob es Ja. eine EU-Box ist oder NA, ob es Hobby ist oder nicht. Das ist das nochmal, gibt halt Unterschiede. Aber es ist alles teuer, was du hier siehst, Dominik. Es ist Ja, alles was teuer. alles teuer ist, ist mir bewusst, aber. Blue Eyes First Edition Box. And Er those hat auch ein bisschen binders there billigeres contain Zeug, aber every single kurz. Yu-Gi-Oh!
Hier unten sieht man, das ist aus dem Movie Pack. Das ist einfach nur Blue Eyes und Dark Magician aus dem Movie Pack. Die kosten 2 Euro das Stück. Ja, aber das sieht man, er sammelt halt auch einfach, was ihm auch gefällt. Ja. Er geht nicht nur Card ever printed in ultra rare and above. Now, before showing you more of this holy single Yu-Gi-Oh card ever in the Blue Eyes First Edition box, and those binders there contain every single Yu-Gi-Oh card ever printed in ultra rare and above. Now, what? Das glaube ich nicht, weil es gibt zu viele. Er kann nicht jede ultra rare. Was waren nur 4 Binder oder sowas? Ja, aber hast du gesehen, wie dick die waren? Und ja, das waren jetzt wahrscheinlich nicht alle. And those binders there contain every single. Every single Yu-Gi-Oh! Das glaube ich ihm nicht, wenn ich ehrlich bin. Da sage ich Cap. Mm. Weil es gibt, also wie gesagt, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren kam der 10.000 Dragon raus. Das war die 10.000ste Karte, die jemals gedruckt worden ist. Yu-Gi-Oh! Und Card ever. Es gibt dann locker 1.000 Ultra Rares oder mehr, weiß ich meine, so, das glaube ich irgendwie nicht. Aber es sind auf jeden Fall sehr viele Ultra Rare und aufwärts. Also sprich Ultra, Secret, Ultimate Rare, Starlight Rare oder sowas. Er müsste ja wirklich mal gucken. Ne, jede einzelne Page hat 9 Seiten, das dann nochmal beidseitig und so dick und dann befüllt 3 Ordner. Also bis zum 10.000 Dragon ist er bestimmt gekommen. Ach, meinst du, der hat wirklich alles? Also guck, was das für ein Start ist, ein Minimum 10.000. Aber dann auch von jedem nur einen Print, weil es gibt zum Beispiel 10 Prints von Dark Magician das in Ultra Rare. Aber jeder, er sagt ja, every single Yu-Gi-Oh! Card ever printed, also jede Yu-Gi-Oh! Karte, die einmal geprintet wurde, einmal in Ultra Rare or above. Also wenn es die gibt. Es gibt ja auch Karten, die wurden nur in Common natürlich. Okay. Aber deswegen, ich glaube, es könnte hinkommen, weil es ist nicht wenig, was da an den Orten ist. Es ist auf jeden Fall wieder Geld. Bisschen. Ever printed in ultra rare and above. Now before showing you more of this holy sanctuary, I would like to take a quick break to talk about today's video sponsor. Der Sponsor des Tages? Nein, das ist nicht unser Sponsor. Das ist nicht unser Sponsor. Nein, nicht Rocket Money, nein! Warte, das skippe ich ein bisschen vor, weil da kommt jetzt noch eine Sache, die ich extrem, extrem cool fand. Here's some shelves that I filled with items that are important to me. So there you can see the Mummy Collector DVD set, which is Mummy 1 and 2 right there. My two favorite movies. Das ist aber random stuff. Of course, I have the Streamer Awards Variety Streamer of the Year. Sehr gute Winner Wahl, Trophy. Da ist sehr viel dabei, These are anime ich that sehr, sehr cool finde. Jujutsu Kaisen, Gojo ist da. One Punch Man. Attack on Titan Dragon und ganz, Ball. Ganz, ganz Legende. Lelouch de Britannia. Hast du wahrscheinlich nie gesehen. Das kenne ich jetzt auch nicht. Code Geass. Das den wird Namen, dir den gefallen. Den Namen kenne ich. Code Geass wird dir unglaublich gefallen. Das ist einer der krassesten Mindfucks. Abonnieren. Ich bin, du schlaufe alle und tu 10 Schritte im Voraus denken und dadurch das ganze Land zu unterjochen. Basically. Ja. Du musst Code Geass gucken, wirklich. Ich schick's dir. Okay. Code Geass, du hast Crunchyroll, guck dir Code Geass an. Wäre eine Idee. That I absolutely loved growing up or currently do love. And then here's all of my favorite albums from when I was young. So you're going to... Hybrid Theory is my favorite album of all time, but you're going to see some Abonnieren. Bangers in here. So you got Deftones, White Pony, Abonnieren. Thousand Foot Crutch, Tool, Cybreed, Soil Work. Like, it's all the bangers. Soil. Abonnieren. Jams on top of Abonnieren. Jams. And then these are my favorite card. Da finde ich jetzt schön. Der Digimon-Film. Der Digimon-Film ist sehr gut. CatDog Season 1. Wer kennt CatDog noch? Ed and Eddy. Wochenendkids. Johnny Bravo. Wochenendkids auch Legende. Ich muss sagen, ich mochte Rugrats nie. Rugrats fand ich auch fand immer ein doof. Bisschen Schmutz. Star Wars Clone Wars auch nicht so meins. Scooby-Doo fand ich auch nie richtig cool. Okay, Scooby-Doo kann ich verstehen, aber Star Wars... So. Star Wars Clone Wars. Clone Wars war mega. Was haben wir hier noch? Pokémon? Sehr, sehr wichtig. Johnny Bravo. Jimmy Neutron. Und das ist auch geil. Das habe ich letztens wieder gesehen und dachte so, nee, das war ein Fiebertraum. Jackie Chan Adventure. Ja, der hat einfach das war eine mega. Animierte Serie. Das war mega. Die auch ich habe das als Kind geliebt. Das war mega. Growing up, so like Courage the Cowardly Dog, Avatar, Invaders so groß Zim, musst du sein, dass man von dir just a lot of good nostalgic things that I'd like to fill this shelf with. Right so, next jetzt. To that I have this oh, frame. Oh, mein Herz. Hör, was er sagt. I'm filled with every Starlight Rare for Yu-Gi-Oh! Ever printed. Underneath that is every Ghost Rare. Every Starlight Rare ever printed. Wartet. Und jede Ghost Rare, warte, die je geprintet da muss wurde. Ich gucken. Also, Appaloosa ist dabei. Okay, das ist schon mal so 1.000, 1.500. Dann haben wir noch IP Mascarena, ist auch ein Taui. Rose, 4.500. Hier ist der 10.000 Dragon, 1.000 bis 1.500. Hier haben wir nochmal einen Zeus für 500. Die Charmer gehen auch alle so 4.500. Prosperity geht 3.400, 5.500, hier, die gehen 3.400, 4.00. Das ist, aber das Ding ist, es geht ja weiter. Also das, er hat bis Bode, bis Burst of Destiny. Ja, aber ich glaube nicht, dass er aufhört. Das ist das Ding, aber jetzt müsste er weitermachen, weil nach Burst of Destiny sind ja jetzt neue Sets rausgekommen. Glaube, die Starlights hat er noch nicht.
Ja, wollte ich jetzt nur mal sagen. Okay, ja. Man muss sagen, das Video kam raus, wann, keine Ahnung, wann das war, aber zu dem Zeitpunkt hat jede er alle Starlight, die geprintet da, wurde. Weißt du, was das Schlimme ist? Man sieht es jetzt ein bisschen wenig. Ich sag nur die, die ich hatte. Manche habe ich ja schon weiterverkauft. Hatte ich? Hatte okay. ich? Hatte ich? Hatte ich? Habe ich immer noch? Hatte ich? 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 Den habe ich mir jetzt neu gekauft. Ja, wir drücken mal. Ich habe ja, Geld. Ja, also, ne, die ganze Yugi-Community, die das Video hoffentlich guckt, ne, weiß sowieso Bescheid. Die sind wahrscheinlich oft genug durch deinen Ordner durchgegangen. Der eine große alle, Beiner ist schön. Der eine große Beiner, da ist ein bisschen... Da ist irgendwann kaufe ich mir davon ein Auto. Ich trade das. Das ist die Idee. Wir gehen einfach zu einem Autohändler. Ich zeige ihm alle Preise und dann tausche ich es gegen ein Auto. Oder halt Zwischensteps, ne? Direkt zum Auto Tesla. Wie viel braucht man da Tesla? Direkt. Ich melde mich jetzt bei Starlight zu Tesla. Mark Zuckerberg, Alter. Starlight zu Tesla, let's go. Wenn du Elon Musk wahrscheinlich schreibst, so, ey, willst du meine Starlight haben? Ich krieg dafür ein Model S. Ich denke, der wäre dabei. Ich wollte gerade sagen, das ist Promo für ihn, das geht viral. Soll er mir das Auto geben? Ich fahre lieber mit dem Auto. Jo. Und dann kaufe ich mir die Karten nach und nach wieder. Camry. Printed underneath that is every ghost rare das from Yu-Gi-Oh! Ever printed, including geiler. The error ghost rares like the Rainbow Dragon. Mal ganz ins Bild. And then underneath that, I have the entire Gold Star Pokemon set. And of course, the Shining Charizard, which I didn't want graded, but the only one available was a graded one. I think grading cards is a scam. That's my hot take for this video. I think that is worthless. Unless you're trying to like buy and sell the cards, but with anything aside from that, don't even bother grading them. Ja, but yeah, here's all my gold Geld star. Ist schon gut. Oder wenn man es für sich selbst macht, um die Karte zu präservieren, also dass sie hält, ja. Dann ich kann ich es verstehen. Ich glaube, als Collector ist... Ich finde es auch für mich selbst unnötig. Ich werde irgendwann, also ich habe jede OTS-Ulti einmal, von OTS 1 bis OTS 21 in Deutsch. Relativ near mint, excellent halt. Sollten die irgendwann ein anderes Turnier... Set rausbringen, das nicht OTS 22 ist, OTS 23, sondern die bringen dann Super Tournament Packs raus, ja, S-Tip, keine Ahnung. Ja, ja. Dann fängt ja eine neue Serie an und dann würde ich die abgeschlossene Serie, also wenn das jetzt bis OTS 30 geht oder 40 oder sowas, wenn sie irgendwann was Neues machen würde, dann würde ich die abgeschlossene Serie komplett zum Graden schicken. Kann man Bulk graden oder muss da jeder einzeln? Du kannst Bulk graden, du kannst also mehrere auch schicken, aber du zahlst trotzdem 15 Euro pro Karte. Also du hast da ein bisschen billiger, weil du mehrere machst. Deswegen bei 50, 60 Karten werde ich da schon mehrere hundert Euro da lassen. Aber dann hätte ja ich sowieso alle fast near mint, oder? Es geht mir gar nicht darum, dass sie als 9 oder 10 zurückkommen, sondern einfach, dass sie dann halt in einem Hardcase sind und dann halt ja, präserviert sind. Und dann würde ich mir auch irgendwas basteln, wo ich dann OTS 1 bis OTS 30 oder so halt einfach displayen würde für mich. Das weiß ich, habe die komplette Reihe einmal. Genauso wie er jetzt halt. Das wäre natürlich sehr geil. Und dann halt so gegradet. Das können auch alles 7 und 8 sein. Das wäre mir egal. Eine 7 ist auch nicht mehr. Das würde in einem Rahmen so geil aussehen. Das würde halt richtig cool aussehen, ja. Our Pokemon cards I've collected over the years. And then here's full sets. So here's the entire Team Rocket set. Most of these I pulled myself from first edition boxes a couple years ago. Ja, ich next to that, we have... Hat mehrere first edition boxes aufgemacht, damit er die ganzen Holos ziehen kann. Alles klar. Okay, machen wir weiter. Neo Genesis hat er auch? Probably my favorite set. This is all first edition Neo Genesis cards. A lot of these I pulled myself as well. Here's all first edition jungle cards. I got 1,000 Snorlaxes there, all first ed. All holos, of course. So the main goal with my Pokemon collecting was I wanted to get every single card that's ever been printed in first edition, which is only the first 11 sets when Wizards of the Coast had it, and then they eventually stopped doing first eds. Okay, but I just love first edition cards in general, so I wanted to collect all of those, and then I eventually added the Gold Star to that list that I wanted to finish the collection of because I already collected a few of those from when I was younger. So oh my God. That's kind of the gist of my Pokemon collection. These are all of those first edition sets fully completed. So there you can see like the Shining Gyarados and everything like that. Next to that you can all see the Shining Mewtwo. All of the first edition sets completed. Ich will nicht wissen, wie viel Geld er dafür ausgegeben hat, weil der Wert ist natürlich riesig, aber, ja, ja, reingesteckt hat er mehr, weil er hat vieles ja selbst gezogen, wie er sagt. Ja. Das heißt, er da muss für ja richtig teuer. Und, ja gut, da hat er auch also in den Streams kann man glaube ich auch sehen, bei wie viel die beim Ausgeben waren. Ich habe mal so einen Screenshot gesehen, wo einfach so Stacks an Karten überall um ihn herum lagen und seine Freunde ihm geholfen haben, das alles aufzumachen. Also er hat Shining Mewtwo, Shining Tyranitar, Shining Raichu,
all wonderful cards, a great set, and then next to that is just some miscellaneous cards from when I was a kid, so like the Ancient Mew and den some habe other ich das sentimental haben wir aber im priceless treasure that Kinofilm I ja, aber collected die from when I was a Katastrophe young boy. komplett I zerfleddert. completed my Pokemon collection, so I don't currently still collect them. I do with Yu-Gi-Oh!, but my Pokemon one I consider completed, so I beat that addiction to Pokemon cards. Here's my I base. beat that addiction to Pokemon cards. Ja, das Ding ist, er hat's er hat's durchgespielt. Er durchgespielt. hat Pokémon durchgespielt und der will halt die neuen nicht holen, so. Kann Das ich ist ja verstehen. okay. Kann ich verstehen. Vor allem, er mag die Set alten ja auch first mehr. edition Pokemon cards. These are the holy grail of Pokemon collecting. I think they're absolutely beautiful, so I Das got sind a great alle frame for Holos those. vom Right ersten atop Base-Set. my G Fuel Ja, fridges, damn. which are filled with Divine Peach. Ich Next finde to schön, dass einfach Moist draufsteht. Er ist halt seine Marke. Ja. Aber Einfach ja, feucht. der Rest ist jetzt eigentlich nur noch relativ random stuff, aber da sieht man es nochmal in groß. And I've got this whole Das sieht so motherfucker schön aus. Stell mal vor, RGB das wäre dein Gatorade Zimmer. out of the wazoo here, so Stell mal vor, das ist ein everything's got like Bilderrahmen. lights on it. It Mit looks like jeder you're Sache. in Abonnieren. a spaceship that's Ja, piloted by warum the nicht? biggest nerd in the Das sieht cosmos. bestimmt so These gut shelves aus. are like a little shrine I made for my favorite video games and video game consoles. Halo, sehr gut. Unfortunately, a lot MashaAllah. of my favorite GameCube. games and all of Luigi's the Mansion, things that auch I sehr used to geil. play growing up, I traded in the Sega GameStop Genesis da like rechts. 10 years Zelda. ago, which Majora's was like Mask. literally Majora's a Mask, sehr gut. thousand games and Untergrün auch countless teilen. memories, all of Pokémon. which went to GameStop's Abonnieren. Warum hat poster, and der they zwei gave me rote $15 Knöpfe? bucks in return for all of it or something. That Das screwdriver schlechteste there und isn't gleichzeitig like an irgendwie open. geilste Yu-Gi-Oh!-Spiel aller Zeiten. Das Boah, hat das keine kenne ich Regeln. nicht. Es hat einfach keine Regeln. Du tust dann auch einfach irgendwelche Monster legen und die Pokémon. fusionieren sich. Und dann wird ein Digimon draus und dann hast du auf Was? einmal ein Beat 'em up und du prügelst dich mit. Es ist ganz weird. Das, Ernsthaft? nein, das ist absoluter Quatsch, aber das kannst du wirklich mal Also. googeln und guck dir mal ein, zwei Videos an, wie die das spielen. Das ist absolut vercrackt, wirklich. Also, das hat mit dem eigenen Spiel einfach gar nichts zu tun. Das wäre aber Homage eigentlich to mal Tommy ganz Pickles or cool. anything. I just forgot it there after building Affen-Samurai. something. But yeah, it's kind of the Oh, der whole Master video Chief-Film. game Okay, shrine. das, Here's my das ist ein Muss. Aber ja, das war es eigentlich jetzt mit dem Wichtigen der Tour. Ah, da kommt Da nichts hat man mehr. jetzt nur noch ja, sein Private Stuff oder sein Merch. Ich gehe nochmal in die große Ansicht. Da habt ihr es. Charlie, Penguin Zero, Moist Critical. Komm mal in den Laden, hey. Ich. Also, wenn du nochmal was aufmachen willst, ne? If you So. wanna open some Nein, magic. Quatsch. Nein. Das, Ey, aber was ist denn das bitte für eine Sammlung? das Ding ist, ich glaube, der Mensch ist einfach ein. Also, es gibt halt Jäger und Sammler. Und er kombiniert in dem Fall beides. Er jagt die Pokémon-Sets, ne? Die muss man ja mittlerweile jagen. Die findest du ja nicht einfach so irgendwo. Und dann sammelt er die einfach. Aber er ist auch. Wie soll ich sagen, er ist auch intelligent, nämlich in dem Sinne, dass er das, was er gesammelt hat, kompliziert hat und dann ist es auch, wie er selbst sagt, seine Addiction ist gone. Und dann ist er Ja, fertig. dann Wenn er hat mit er dem nur Set fertig, gespielt, ist deswegen, fertig. das hoffe ich ja, dass das mit OTS passiert. Ich möchte, Nein, dass OTS nein. fertig ist, damit ich sagen kann, ich habe OTS fertig. Ich glaube Ich nicht. werde das nächste dann eh weiter sammeln. Ja, deswegen. Weil, aber ich möchte gerne mal ein Projekt beenden. Das habe ich irgendwie noch nicht. Nee, aber also wenn ich wissen würde, wo er wohnt, würde ich safe einmal einbrechen, alles mitnehmen. Safe alles mitnehmen. Auf einmal mache ich Room Tour bei mir. Guck mal meinen Starlights, guck mal meinen Ghost Rare. Will jetzt Ey, mal ich würde Selfies machen, jetzt ihn ohne verlinken. Spaß, ich würde das alles gerne mal so Card-Market-mäßig zusammenrechnen. Da sitzt Wie du Stu also ich. viel steckt in diesem Zimmer? Locker 1 Million. Also wenn du rechnest, dass bei den Starlights schon Karten dabei sind, die halt zwischen 500 und 1500 Ja, Wert oder bei haben. Pokémon Und die dann zählst du da ganzen. zusammen, zack, 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 da hast du schon mal 10.000. Zack, zack, Ja, zack, zack, da die hast du wieder ganzen First Ads 10.000. von Pokémon. Ja. Alter, das. Ich habe auch immer 1 Million bei mir einfach im Zimmer rumliegen. Komm noch mal zu mir. Ich habe auch so ein Van Gogh-Bild einfach an der Wand. Ja, ne? Mona Die Mona Lisa. Lisa ist bei mir zu Hause. Chillt. Ja, aber das ist auch das Ding, wenn man Geld hat, kann man es halt auch ausgeben. Das stimmt. Ne? Aber ja, da habt ihr es jetzt gesehen. Das wollte ich Michael unbedingt zeigen, damit ihr auch mal seine Reaktion seht. Absolut kranke Sammlung. Ich werde jetzt wahrscheinlich mich gleich an das Video hocken und erstmal 3, 4 Stunden lang alles zensieren. Weil wir zu oft fluchen oder Nein, nicht wir, weil er flucht. weil er Also zu oft flucht. du hast auch einmal geflucht. Du hast auch einmal. Aber egal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Falls ja, schreibt in die Kommentare, was ihr zu dieser gigantischen Sammlung sagt oder was ihr vielleicht krasses bei euch zu Hause rumliegen habt. Genau, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr sammelt oder was euer heiliger Gral ist Ja. bei eurer Sammlung. Das würde mich echt interessieren. Was Würde habt mich ihr denn echt mal zu Hause? interessieren, was muss nicht Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon sein, kann auch Magic oder was Es weiß kann ich. auch ein Trikot sein von einem Kann Fußballer. alles sein. Ne, würde mich gerne mal interessieren, was ihr so zu Hause habt, was ihr einfach nur sammelt, was einfach, wo ihr sagt, das ist insane, dass ich das habe. Und zum Abschluss nochmal, wenn ihr das Video wirklich bis hier geguckt habt, schreibt es in die Kommentare. Einmal, Nudeln kann man essen warm, Nudeln kann man essen kalt. Und das Zweite, sollte es euch interessieren, sollen wir ein Video zu meinem Bein da machen, den wir dann hochladen? Gerne
kommentieren, falls ihr das sehen wollt, beziehungsweise falls es euch interessiert. Ich habe nämlich einen Sammelbinder, der halt ein bisschen teurer ist. Und ja, das war's an der Stelle. Ich gehe jetzt weiterarbeiten. Und der Dominik? Um es zu beenden wie Moist Critical, that's about it. See ya.